Hallo Leopold, willkommen bei Blau oder Schwatt. Hallo Robi. Leopold, fangen wir einfach an. Kahn oder Buffon? Kahn, Deutscher allein schon. Und der war so ein bisschen der erste Torwart, auch, zu dem ich ein bisschen aufgeschaut habe. Ich kann mich noch erinnern an die WM 2002. Wo der schon sehr gute Leistung gebracht hat. Und das war eigentlich auch so die erste WM, an die ich mich erinnern kann. Und deswegen Kahn. Leopold, Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. Ich weiß auch nicht warum, aber könnte man schon sagen, dass das eine kleine Schwäche ist. Bin ich auf jeden Fall im Team Gummibärchen. Rucksack oder Koffer? Ich würde den Koffer nehmen. Ich gehe jetzt mal von einer längeren Reise aus. Dann auf jeden Fall den Koffer, vor allem mit Rollen, finde ich dann doch deutlich gemütlicher. Wobei ich sagen muss, jetzt für eine kurze Reise, kleiner Rucksack, über schnell drüber gehangen, geht natürlich auch. Du musst dich für eins entscheiden. Dann Koffer. Leopold, Hamburger oder Cheeseburger? Bin ich jetzt von beiden kein Riesenfan. Nachdem ich mich ja entscheiden muss, würde ich den Cheeseburger nehmen. Ein bisschen Käse drauf schadet eigentlich nie, deswegen Cheeseburger. Leopold, würdest du lieber eine Woche aufs Internet verzichten oder lieber eine Woche auf deinen Fernseher? Schwierig. Ich glaube, ich würde eine Woche auf den Fernseher verzichten, weil mittlerweile das meiste, was ich am Fernsehen schaue, ja eigentlich über Streamingdienste läuft, über Internet. Die Möglichkeit würde ja weiterhin bestehen über Netflix, The Zone und deswegen würde ich auf den Fernseher verzichten. Leopold, wenn du es dir aussuchen könntest, lieber in die Zukunft für einen Tag oder lieber in die Vergangenheit für einen Tag? Ich würde in die Zukunft gehen. Finde ich irgendwie spannender. Außerdem gibt es ja schon viele Dinge, wo man sich immer mal wieder überlegt, was wäre wenn, was passiert dann und dann. Und eigentlich kann ich mit der Vergangenheit auch relativ gut leben. Das heißt, ich würde jetzt nicht so viel ändern wollen, dann würde ich lieber die Zukunft beeinflussen wollen. Liebe des Lebens oder nie wieder Gedanken über Geld machen? Ist das gemein? Ja. Ist das fies? Ich bin unter Zugzwang, deswegen muss ich die Liebe des Lebens nehmen. Wieso bist du unter Zugzwang? Ja, nachdem ich eine Freundin habe, würde ich dann doch die Liebe des Lebens nehmen. Ich muss auch sagen, es gibt ja viele Dinge, das ist mir auch bewusst, die mit Geld nicht regelbar sind. Und ich glaube, mit der Liebe des Lebens kann man auch ein sehr glückliches Leben führen. Lieber ein Harry Potter Marathon oder ein Herr der Ringe Marathon? Beides nicht so mein Fall, aber Herr der Ringe überhaupt nicht. Harry Potter habe ich zumindest mal die ersten Teile gesehen, als ich noch jünger war. Deswegen würde ich dann schon mit Harry Potter gehen. Lieber der Superheld oder eher der Bösewicht? Ich glaube, da würde ich den Superhelden nehmen. Ich weiß nicht, so als Typ bin ich hier, glaube ich, eher so der positive Brave, sage ich jetzt mal. Und der Bösewicht hat auch schon seine Reize, aber nachdem ich mich entscheiden musste, nehme ich dann lieber den Superheld. Leopold, lieber dein Handy verlieren oder deinen Haustürschlüssel? Dann würde ich lieber mein Handy verlieren. Wenn ich den Haustürschlüssel verliere und der taucht nicht wieder auf, dann würde ich mir irgendwie Sorgen machen, dass jemand bei mir zu Hause einbricht oder reinkommt, wo er nicht reinkommen soll. Und im Handy, mein Gott, da sind jetzt nicht so wichtige Sachen drin. Die Nummern wären natürlich ein bisschen unglücklich, aber die lassen sich eigentlich alle wieder zurückholen. Deswegen würde ich dann lieber das Handy verlieren. Abschließend, nie wieder schwitzen müssen oder nie wieder frieren müssen?
Ah, oh, schöne Frage. Ich würde lieber nie wieder frieren. Finde ich viel unangenehmer als schwitzen. Den Schweiß kriegt man ja dann eigentlich weg. Frieren ist dann schon eher ein unangenehmes Gefühl. Und ja, der Schweiß ist ja, klar, ist ein bisschen heiß, sieht manchmal blöd aus, aber das Frieren ist schon deutlich unangenehmer. Deswegen würde ich lieber nicht mehr frieren müssen. Danke, Leopold. Bitte, Robi.